Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Herausforderungen der Corona-Krise sind immens, selbstredend für unser Gesundheitssystem, natürlich auch für das soziale Miteinander, Kulturleben, vieles mehr. Wir haben es heute besprochen. Es gibt quasi keinen Lebensbereich, der von der Corona-Krise unberührt bleibt. Und ein Sektor mit ganz gravierenden Auswirkungen ist zweifelsohne unsere Wirtschaft. Geschäftsschließungen, Kurzarbeit, durchweg stark negative Konjunkturprognosen verdeutlichen uns, dass wir uns mitten in einer massiven wirtschaftlichen Krise befinden. Wie stark die Auswirkungen sein werden, wir können es nur zum Teil steuern. Je länger und intensiver die Krise andauert, desto höher wird auch weiterhin der Liquiditätsbedarf der Unternehmen sein. Aus diesem Grund diskutieren wir heute die Staatsbeteiligungen an bayerischen Unternehmen. Dabei ist klar, wir können nicht alle Unternehmen teilverstaatlichen, aber für strategisch wichtige Unternehmen im bayerischen Mittelstand sollte auch diese Option in Erwägung gezogen werden, damit sie nicht von ausländischen Investoren übernommen werden und Know-how oder Patente abfließen. Nach dem vorliegenden Gesetz sind das solche Unternehmen, die in kritischer Infrastruktur beteiligt sind, die über wichtige Technologien verfügen oder für die Versorgungssicherheit wichtig sind. Das ist an sich eine richtige Weichenstellung für den Technologiestandort in Bayern, nach der Corona-Krise insbesondere. Und ich kann hinzufügen, bis hierhin akzeptieren wir die Pläne für einen solchen Bayernfonds. Die Grüne Landtagsfraktion akzeptiert Staatsbeteiligungen als letztes Mittel, um den Verlust von Schlüsselunternehmen oder wichtiger Infrastruktur auszuschließen, wenn denn auch die EU diese Bayernfonds genehmigt. Wir sind allerdings der Meinung, dass die Vorgaben für solche Staatsbeteiligungen deutlich klarer geregelt werden müssen als im vorliegenden Gesetzentwurf. Die Bereitstellung von bis zu 60 Milliarden Euro wird in der Bevölkerung nur akzeptiert, wenn diese Unternehmen wirklich nur durch die Corona-Krise in Not geraten sind. Hohe Managementgehälter, Aktienrückkäufe, Dividendenausschüttung oder andere Gewinnentnahmen sind bei einer Verstaatlichung bereits im Voraus auszuschließen. Mit einem separaten Antrag fordern wir hier klare Vorgaben, aber auch relevante Mitspracherechte für den Freistaat. Und es wäre schön gewesen, wenn der Wirtschaftsminister dieser Debatte, der ja diese Vorgaben dann auch machen muss, auch beigewohnt hätte. Schade darum, denn ich hätte gleich noch einen Vorschlag für ihn. Dänemark schließt Unternehmen, die in Steuerparadiesen gemeldet sind, von den Unterstützungen aus. Ich finde das richtig, denn nur Unternehmen, die sich bisher an der Solidargemeinschaft beteiligt haben, können auf die Hilfe dieser Solidargemeinschaft zählen. All diese Punkte beziehen sich bisher auf die Gestaltung der Staatsbeteiligungen, so weit, so gut. Aber kommen wir zur äußerst fragwürdigen Konstruktion des Bayernfonds und der geplanten Finanzagentur. Mit der Auslagerung der Mittel aus dem Staatshaushalt in den Bayernfonds schaffen Sie einen Schattenhaushalt und entziehen dem Bayerischen Landtag für die nächsten Jahrzehnte in einem bestimmten Maße auch das Budgetrecht. Während der Haushaltsausschuss bei 250.000 Euro Kostensteigerungen von Bauprojekten zu Recht informiert werden muss, wollen Sie uns beim 60 Milliarden Bayernfonds mit einem nachträglichen Jahresbericht abspeisen. Parlamentarische Kontrolle, bisher Fehlanzeige. Ja, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen, aber die Schaffung eines 60 Milliarden schweren Schattenhaushalts gehört für mich nicht dazu. Wir fordern, den Bayernfonds mit einem parlamentarischen Kontrollgremium auszustatten. Diesem Gremium gehören neben Mitgliedern des Haushaltsausschusses auch Vertreter des Finanz- und des Wirtschaftsministeriums. Außerdem erhält der OAH einen ständigen Sitz. Das ist parlamentarische Kontrolle, wie sie zum Beispiel auch bei der Deutschen Finanzagentur GmbH auf Bundesebene praktiziert wird. Sie erzählen uns ja, Sie haben hier es 1:1 auf Bayern übertragen. Paragraph 10a der entsprechenden Bundesgesetzgebung dabei aber anscheinend überlesen. Jetzt noch der Warnschuss vom OAH und der Opposition. Ich habe den Eindruck, er kam an. So entnehme ich jedenfalls Ihren Äußerungen, dass hier noch ein Nachsteuern in dieser Woche möglich ist. Stichwort Finanzagentur. Weil ein Schattenhaushalt scheinbar noch nicht genug ist, hebeln Sie die Mitsprache und die Kontrolle mit der Finanzagentur gar vollständig aus. Diese Finanzagentur soll künftig den Bayernfonds und insbesondere die Schulden sowie die nötige Liquidität verwalten. Es erschließt sich mir nicht,
warum diese Angelegenheit nicht nach wie vor durch das Finanzministerium gewährleistet werden kann und der Bayernfonds dann ganz regulär mit Haushaltsmitteln gefüllt wird, zum Beispiel mit den entsprechenden Kreditermächtigungen. Nichts anderes tun wir im Haushalt im Moment auch, wo wir auch auf Sicht fahren, wo wir auch noch nicht wissen, ob es denn ausreicht oder wie viel wir denn am Ende wirklich brauchen. Aber es kommt noch bunter. Perspektivisch soll diese GmbH dann das gesamte Schulden- und Liquiditätsmanagement des Freistaats übernehmen. Das staatliche Liquiditätsmanagement sowie die Schuldenverwaltung sind aber nicht irgendwelche Bereiche der Staatsverwaltung, die man mal schnell an eine GmbH auslagert und einer Geschäftsführung überlässt. Auch aufgrund der Tilgung in den nächsten Jahrzehnten handelt es sich nach unserer Auffassung und auch nach Auffassung des Rechnungshofes um einen Kernbereich der Staatsverwaltung. Sinn und Zweck dieser Privatisierung erschließt sich mir nicht. Stichwort Oberster Rechnungshof. Auf 32 Seiten wird der vorliegende Gesetzentwurf, ich sag's mal vorsichtig, abgewatscht. Der Finanzminister hatte es auch nicht nötig, innerhalb der 13 Tage, die der ORH gesetzt hat, auf die entsprechenden Fragen des ORHs zu reagieren. Herr Pagen, liebe Staatsregierung, wäre zu Ende. Wenn dieser Bericht Ihr Zeugnis für den Gesetzentwurf ist, dann ist das ein eher schwaches Zeugnis. Ich kann nur sagen, gut, dass der Schuss scheinbar ankam und die parlamentarische Kontrolle jetzt nun doch noch zumindest durch nachträgliche Anträge kommen soll. Davon hängt auch unsere Zustimmung maßgeblich ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf die entsprechenden Beratungen.